bei dieser Aufgabe hier sollen wieder selbst Divisionsaufgaben gebildet werden und im Kopf berechnet werden. Dafür müssen wir uns die aber erstmal basteln. Es sollen jeweils die außenstehenden Dividenden nacheinander durch die innenstehenden Divisoren dividiert werden. Dafür müssen wir uns das allerdings trotzdem mal aufschreiben, wie diese Aufgaben aussehen. Die erste Aufgabe wäre 2,4 geteilt durch 0,2. Die zweite ist 2,4 durch 0,4. Und die dritte ist 2,4 durch 0,8. Damit haben wir den ersten Dividenden abgehakt und schauen uns die Aufgaben an. Wir müssen, um dividieren zu können, das Komma vom Divisor um so viele Stellen nach rechts verschieben, damit hier natürlich eine Zahl entsteht. Also um eine Stelle nach rechts. Dann muss ich auch den Dividenden, die Stelle 1 nach rechts schieben. Dann haben wir hier 24 durch 2. Und 24 durch 2 ist das gleiche wie 2,4 durch 0,2. Und da kommen wir raus bei 12. 2,4 durch 0,4, wieder eine Kommastelle nach rechts, also auch hier eine Kommastelle nach rechts. 24 durch 4, das sind 6 und das ist das gleiche wie 2,4 durch 0,4. 2,4 durch 0,8, wieder eine Stelle nach rechts, also hier auch eine Stelle nach rechts. Wir können auch rechnen 24 durch 8 und das sind dann 3. Genauso das Ergebnis von 2,4 durch 0,8 ist 3. Der nächste Aufgabenblock wäre dann 5,6 durch 0,2 ist gleich dann die 5,6 durch 0,4 durch 0,8. Und der letzte Block wäre dann 0,8 durch 0,2, 0,8 durch 0,4 und 0,8 durch 0,8. Ja, also insgesamt 9 Aufgaben. Schauen wir uns das mal noch exemplarisch für die B an. Da wäre der erste Block 1 geteilt durch 0,1, 1 geteilt durch 0,2 und 1 geteilt durch 0,5. Hier würde ich jetzt auch wieder das Komma und so viele Stellen nach rechts schieben, dass das eine natürliche Zahl wird. Also hier eine Stelle nach rechts. Hier muss ich auch eine Stelle nach rechts gehen, dadurch, dass dann hier ja keine Ziffern mehr stehen, hänge ich 0 hinten ran. Und dann habe ich hier 10 durch 1. Und das ist das gleiche wie 1 durch 0,1, also 10. Hier auch eine Stelle nach rechts, demzufolge auch hier. Wir kommen raus bei 10 durch 2 und das ist 5. Auch hier eine Stelle nach rechts, also auch hier eine Stelle nach rechts, sind bei 10 durch 5 und das wäre 2. Und genauso könnt ihr weitermachen.